Die Headlines des Tages. Schiffbrüchige nach zwei Wochen gerettet. Schlammschlacht zwischen FPÖ und ÖVP. OJ Simpson ist tot. Nach knapp zwei Wochen hat die US-Küstenwache drei Schiffbrüchige von einer unbewohnten Insel im Pazifik gerettet. Seit Ostern ist das Trio auf der zu Mikronesien gehörenden Insel festgesessen. Die Seeleute haben mithilfe von Palmwedeln das Wort Help auf den weißen Sandstrand geschrieben, um auf ihre Notlage aufmerksam zu machen, und wurden so von Suchflugzeugen entdeckt. Die Fischer waren am Ostersonntag aufgebrochen und hatten vor dem Atoll einen Motorschaden erlitten, konnten aber keine Hilfe mehr rufen, da die Batterien ihrer Funkgeräte leer waren. Nach dem Untersuchungsausschuss am Donnerstag ist die ÖVP am Freitag an die Öffentlichkeit getreten, da sie mit den Aussagen von FPÖ-Chef Herbert Kickel nicht zufrieden waren. Auch was die Person Egisto Ott angeht. Ich kenne diesen Herrn Ott nicht. Ich habe diesen Herrn Ott nicht gekannt, außer von diesen Berichten in irgendwelchen Medien. Ja. Und ich habe auch gar kein Interesse, diesen Herrn Ott kennenzulernen. Und deswegen äh, sozusagen, ja, äh, war der Herr Ott für mich überhaupt kein Thema weder in einer zentralen Stelle noch in einer dezentralen noch überhaupt in irgendeiner Stelle. Das muss man mal in dieser Deutlichkeit festhalten. Kickel selbst sieht die Ungereimtheiten in der Causa bei dem ÖVP geführten Innenministerium. Von einer Schlammschlacht im Wahljahr will man bei der Volkspartei nicht reden. Das ist ein Problem der FPÖ, die ist offensichtlich in einen Spionageskandal verstrickt. Und ich sage, es ist keine Schlammschlacht, wenn man sich die Frage stellt: Ist die FPÖ das Einfallstor von den, der Interessen Putins und Russlands in Österreichs Demokratie? Die ÖVP möchte Kickel bei der nächsten Urausschusssitzung noch einmal vorladen. O.J. Simpson ist tot. Der vor drei Jahrzehnten in einem weltweit aufsehenerregenden Prozess vom Mordverdacht freigesprochene Ex-Footballstar und Schauspieler OJ Simpson ist gestorben. Simpson starb im Alter von 76 Jahren an einer Krebserkrankung, wie seine Familie am Donnerstag mitteilte. Simpson erlangte in den 90er Jahren durch einen spektakulären Mordprozess weltweite Aufmerksamkeit. Im Jahr 1994 wurde er des Mordes an seiner Ex-Frau Nicole Brown Simpson und deren Freund Ronald Goldman beschuldigt. Der Prozess, der live im Fernsehen übertragen wurde, spaltete die amerikanische Öffentlichkeit und endete mit einem Freispruch für Simpson. In einem späteren Zivilverfahren wurde er aber für deren Tod verantwortlich gemacht und zu einer Entschädigungszahlung von 33,5 Millionen Dollar verurteilt. O.J. Simpson blieb ein zentrales Thema öffentlicher Diskussionen, weil sein Fall eine USA-weite Rassismusdebatte auslöste. Simpsons Tod markiert das Ende eines skandalreichen Lebens, das von sportlichen Höchstleistungen und tiefen persönlichen Tragödien gezeichnet war. Weitere News lesen Sie 24 Stunden auf kurier.at.